Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 1. September 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News und ihr fragt euch jetzt, hä? Sie hat doch erst vor 2 Tagen ein News-Video hochgeladen. Wieso lädt sie denn jetzt wieder ein neues hoch? Ja, so ist es manchmal. Auf einmal haut Disney heute die krassen News zur Halloween-Season und zur Christmas-Season raus. Also wir haben heute die Information bekommen, was alles so während der Halloween-Season stattfinden wird und auch während der Christmas-Season. Und das ist ganz schön viel. Und deswegen, 2 Tage später, gibt es ein neues News-Video. Und ich muss auch eine Korrektion machen. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich korrigieren, denn ich habe gesagt, dass Dream and Shine Brighter im letzten News-Video ab 8. Januar läuft, aber es ist erst ab 9. der Fall. Ja, da muss ich mich kurz korrigieren. Also 9. Januar findet Dream and Shine Brighter wieder statt. Ja, kommen wir jetzt aber zu den 2 wichtigen Themen dieses News-Videos, und zwar die Halloween- und die Christmas-Season. Starten wir mit der Halloween-Season, und ich habe mich natürlich schon passend gekleidet. Ach, ich freue mich drauf. Leider bin ich nicht direkt zum Start der Halloween-Season da, denn die Halloween-Season beginnt am 1. Oktober und geht bis 6. November, also einschließlich 6. November. Und ja, ich bin ja bekanntlich in Orlando bis zum 8. Oktober, deswegen bin ich auch erst am 15. und 16. Oktober im Disneyland. Ich freue mich sehr drauf, dieses Jahr nur einmal dann da. Ich liebe Halloween sehr im Disneyland, aber dafür bin ich ja auch in Orlando während der Halloween-Season da und ich freue mich, das mal im Vergleich zu sehen. Ja, der Park wird, ich blende euch dann immer da, wenn ich über irgendwas erzähle, blende ich euch Bilder ein, die uns von Inside Ears zur Verfügung gestellt wurden. Nur, dass ihr Bescheid wisst, um es besser zu visualisieren. Ja, also natürlich erstrahlt der Park mit seiner ganzen Halloween-Deko. Direkt am Anfang der Main Street und auch im Frontierland wird es wieder einiges an Deko geben. Und es wird Skelette geben, die bis zu 3 Meter groß sind. Ich habe keine Ahnung, was für Skelette und wo die hinkommen und was das für welche sind. Also, ne? Keine Ahnung, das stand nur im Text drin. Dann wird es natürlich wieder Disney Villains geben. Maleficent, Captain Hook, die Herzkönigin, Cruella de Vil und, wahrscheinlich auch Gaston. Und wen hatten wir letztes Jahr noch? Frollo. Hieß er Frollo? Ja, ich glaube, er hieß Frollo. Und der von Pocahontas. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Der Radcliffe. So. Ja, die werden wir bestimmt das ein oder andere Mal sehen. Und an der Royal Stage wird es wieder eine Show geben und ein Meet and Greet danach. Das gab es ja schon vor Corona. Ja, da war so eine kleine Villains-Show und dann waren da so Meet and Greet Points vor der Bühne. Die waren vorher eingezeichnet. Da sind dann die Villains hingegangen. Da konnte man sich dann da hinstellen und die haben einen rausgezogen für Fotos und für Interaktion. War richtig cool. Da habe ich auch schon einige Bilder damals gemacht, auch mit Frollo und mit Radcliffe und so. Ja, ich denke mal, dass es wieder so eine ähnliche Show sein wird. Wie genau sie heißen wird, es steht nur, Royal Stage Castle will become the Disney Villains regular haunt. Ich habe geschrieben, wahrscheinlich Show und mit Meet and Greets. Ja, ähnlich wie vor Corona. Dann kommt Mickeys Halloween Celebration Parade zurück. Ich blende euch auch mal ein Video ein von der Parade, während ich hier ein bisschen laber dazu. Ja, die gab es ja auch vor dem C und während des Cs gab es ja immer nur diese kleinen Paradewagen, die da durchgefahren sind. Und sie kehrt natürlich zurück und sie ist im Prinzip so ähnlich wie Dream and Shine Brighter, denn sie hat auch Showstops vor dem Schloss. Kommt aber von Small World angefahren, also im Prinzip wie Stars on Parade, hält kurz in der Mitte mit Showstops und fährt dann weiter die Main Street hoch. Nur so für euch als Erinnerung. Deswegen gibt es tatsächlich viele verschiedene Orte, die Parade zu gucken. Und wahrscheinlich müsst ihr die auch öfter gucken. Wenn ihr ein Wochenende da seid, ist schwierig. Ich würde euch dann empfehlen, einmal die Show, die läuft ja mehrmals pro Tag, einmal die Show auf dem Central Plaza zu gucken, damit ihr die 4 Bühnen im Blick habt, aber auch einmal von der Main Street oder direkt bei Small World.
Ja, das auf jeden Fall. Dann gibt es was Neues und zwar Nightfall with Disney Villains, so haben sie es genannt, so also hat es Disney genannt, wird vor die Light laufen und Villains kommen aus dem Schatten heraus, aus ihren Ecken und ja, werden Sleeping Beauty Castle einnehmen sozusagen. Und es wird eine Fontänenshow kombiniert mit Projektion geben. So steht's. Bin sehr gespannt. Ich glaube, es gab auch irgendwann sowas Ähnliches. Das habe ich auch aufgenommen. Ich weiß nicht, wann das war. Auf jeden Fall habe ich es, glaube ich, auch auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch gerne bei dem i, war nur so 5 Minuten lang. Aber fand ich auch richtig cool. Ich glaube, das war auch vor dem C. Oder es war während des Cs. Ich weiß es nicht mehr. Nee, während des Cs war es nicht. Ja. Das auf jeden Fall. Dann wird es neue Snacks und neues Merch geben, obwohl das Bild, was uns Inside erst zur Verfügung gestellt hat, von der neuen Merch-Tasse, die gab es letztes Jahr schon. Also die Tasse habe ich auch von letztem Jahr, glaube ich. Aber es gibt neue Snacks. Und zwar wird es ein Wicked Whip geben, ein Maleficent Sundae im Lucky Nugget und ein Mickey Mummy, also eine Mickey Mumie, ein Mickey Mummy Lollipop. So, also ein Mickey Mumien Lolli. Wahrscheinlich auf dem Bild, was dieser Schokostick, was ich gesehen habe. Und es gibt auch bestimmt dann wieder ein Halloween-Menü im Lucky Nugget, wenn es da ein Maleficent Sundae gibt. Ich versuche natürlich am 15.16., so gut es geht, alles zu probieren, zu sehen. Aber natürlich werde ich nicht alles schaffen. Das kann ich leider an einem Wochenende wahrscheinlich nicht alles machen. Ja, und in den Restaurants wird es ein Little Devil Cocktail geben. Ein Poisoned Apple Oogie Boogie Mock. Nee. Ein Poisoned Apple. So viele Informationen. Also, nochmal. In den Restaurants, also wahrscheinlich Plaza Gardens, also die ganzen Buffet-Restaurants, in den Hotels, Agrabah Café, wird es ein Little Devil Cocktail geben. Ein Poisoned Apple, wahrscheinlich als Dessert, und ein Oogie Boogie Mocktail. So, das sind die drei Sachen im Restaurant. Ob ich in ein Restaurant gehen werde, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das schauen wir dann mal. Ja, das waren die Sachen für die komplette Season. Und dann gibt es ja noch zwei Partys. Und die finden hier am 29. und am 31. Oktober statt, jeweils bis 2 Uhr nachts. Ich bin ja leider auf gar keiner Party dieses Jahr. Ich war ja letztes Jahr da und das war natürlich die abgespeckte Version mit dem C. Es war aber auch super voll und ich weiß nicht, die Partys sind halt immer super voll. Man muss sich entscheiden, will man Shows gucken, will man Charaktere gucken oder sich einfach nur treiben lassen. Das muss man wissen. Aber ich bin dieses Jahr auf keins der Partys, denn ich fliege am 30. Oktober nach Thailand mit meinem Freund. Es wird aber wieder Zombies geben im Adventureland. Und ich verlinke euch gerne das Video bei dem i. Das war auch vor dem C, als wir die gesehen haben. Es ist schon, also für mich ja schon spooky, wo ich ja seit letztem Jahr schon ein bisschen härter gesonnen bin. Nach den ganzen Mazes, die ich letztes Jahr miterleben musste. Bin ich jetzt nicht mehr ganz so schreckhaft, obwohl ich es immer noch ganz schlimm finde. Aber ja, es wird wieder Zombies geben im Adventureland. In dem Totenkopf sind die ja meistens so unterwegs. Also da, wenn ihr Kinder habt, am besten nicht hingehen. Und es wird neue exklusive Shows für die Halloween-Party geben. Keine Ahnung, wir hatten ja auch so eine Show letztes Jahr, glaube ich, während der Halloween-Party. Die war aber nicht so besonders. Also das war ein Reinfall. Vielleicht dieses Jahr besser. Vielleicht seid ihr auch dabei. Und natürlich wird es wieder eine Halloween-Parade geben. Die ist immer ganz cool. Also die Halloween-Parade gucke ich mir sehr gern an. Aber ich bin auch gespannt auf die Halloween-Parade im Walt Disney World während der Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich werden Villains im Park unterwegs sein und mit den Gästen interagieren. Ob sie jetzt wirklich wie im Avengers Campus einfach so frei rumlaufen und so mit den Leuten quatschen, so habe ich es aus dem Text herausinterpretiert. Ob es wirklich der Fall sein wird, I don't know. Das weiß ich nicht. Deswegen, ja. So stand es im Text. Das wäre natürlich richtig cool, aber wie gesagt, die Halloween-Partys sind immer so voll. Und wenn da doch die Villains rumlaufen, ich glaube, das wird Sodom und Gomorra. Also, das wird ka richtiges Chaos geben. Aber wir werden sehen. Und wenn ihr da seid, könnt ihr gerne mir danach berichten, wie ihr es fandet. Und
Dali wird auch nicht da sein und Brina glaube ich auch nicht. Also von uns wird es da keine Videos geben, aber ja, es wird bestimmt genug anderen Content geben. Ja, das waren die Neuigkeiten zur Halloween-Season. Ich könnte mich jetzt natürlich umziehen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Denn ich möchte das Video schnell abfilmen und hochladen. Kommen wir zur Christmas-Season, die ja ab 12. November stattfindet bis 8. Januar 2023. Ich bin direkt am ersten Wochenende da, also am 12. und am 13. November. Und ich freue mich drauf, obwohl es mir ein bisschen zu früh ist, dann schon in so in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber trotzdem, Weihnachten im Disneyland ist auch mal sehr, sehr schön. Natürlich wird es wieder einen Baum geben am Anfang, immer denselben Baum, der 24 Meter hohe Weihnachtsbaum. Den wird man dann zuerst sehen, wenn man in den Park läuft. Dann wird es das Comeback von Disney Dreams of Christmas geben. Ja, das ist im Prinzip, ich weiß nicht, ich glaube, es ersetzt Illuminations. Das stand jetzt nicht im Text, aber es ist halt eine Feuerwerksshow. Und ich denke mal, es wird durch Illuminations ersetzt. Das heißt, Illuminations läuft während der Christmas Season nicht, sondern Disney Dreams of Christmas. Das Video gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Das gab es nämlich während einem Jahreskarten-Event, aber leider ohne Feuerwerk, weil es währenddessen geregnet hat. Ich habe es dennoch aufgenommen, ohne Feuerwerk. Verlinke ich euch gerne bei dem Video und dann könnt ihr euch mal so einen Eindruck verschaffen, wie die Show aussieht. Sie soll mit Feuerwerk stattfinden und soll more beautiful as ever sein, also noch schöner als vorher. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Es wird wieder passende Fontänen geben und zu den Weihnachtsshows und natürlich passende Projektionen. Und eine Neuheit dieses Jahr. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt, denn Sleeping Beauty Castle bekommt wieder LEDs. Also Beleuchtung. Das war ja die letzten Jahre tatsächlich, dass die Dächer, also ne, das wurde ja renoviert und ich glaube sogar vor dem C oder ja, ich glaube es war vor dem C, wurden die tollen glitzernden LEDs abgenommen vom Schloss, von den Dächern und das war wirklich schade, weil das hat es wirklich zur Weihnachtszeit noch magischer gemacht, dass das Schloss so geglitzert hat und ja, es wird neue LEDs geben auf den Dächern und there will be even more sparkling, also die sollen wohl noch glitzernder sein. Und die können Effekte erzeugen und die auch mit den Shows synchronisieren. Also diese LEDs werden mit den Shows interagieren, also wahrscheinlich auch mit Disney Dreams of Christmas. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Im Text stand auch noch Never seen before in a Disney Park. Weil ich dachte erst, das wird sowas wie ein Epcot sein, auf der Kugel. Das habe ich ja schon mal live miterleben dürfen im Januar. Und diese LED-Technik ist wirklich schon der absolute Wahnsinn. Es ist einfach mega, diese Show auf der Kugel mit der Beleuchtung und diesen LEDs und der Musik. Und ich dachte mir, okay, wenn es sowas wird, ist ja super, aber wenn da schon steht, never seen before in a Disney Park, also dass es noch nie in einem anderen Disney Park war, so eine LED-Beleuchtung. Wir können gespannt sein und wir können uns nur überraschen lassen, wie es dann aussehen wird. Also Disney Dreams of Christmas. Ja, freue ich mich auch sehr drauf, es dann am 12. November zu sehen. Dann kommt natürlich Mickeys Dazzling Christmas Parade zurück. Letztes Jahr hat es ja das Debüt gefeiert. Eine wirklich tolle Parade, macht auch immer Spaß, es anzugucken mit 5 tollen Wagen. Ich hoffe ja, dass dieses Jahr dann der zweite Wagen als Figur rauskommt, weil ich habe ja letztes Jahr schon den ersten Wagen gekauft und ich hoffe, dass sie das so fortführen, dass man irgendwann auch die Parade zu Hause stehen hat. Das wäre natürlich mega. Aber keine Ahnung, das ist jetzt so meine Theorie. Die Parade läuft natürlich wieder einmal als Tagversion und auch einmal als Nachtversion. Und wahrscheinlich während der Nachtversion wird auch nochmal wieder der Weihnachtsbaum währenddessen angezündet mit verschiedenen Disney-Charakteren. Ja. Also ähnlich wie letztes Jahr, hat sich nichts zu geändert. Dann wird es natürlich auch wieder Disney-Charaktere in deren Christmas-Outfits geben. Die Let's Sing Christmas Show kommt zurück ins Videopolis. Das gab es ja auch letztes Jahr schon, obwohl wir, als wir es geguckt haben, so einen kleinen Fail hatten mit Bluescreen. Aber das kann natürlich passieren. Und es wird einen extra neuen Song geben, ein Cover von Minnie, die All I Want for Christmas is Mickey singt. Als Cover. Ja, was ist das einzige Neue an der Show?
Ja, Big Band, Mickeys Big Band, habe ich ja schon im anderen News-Video gesagt, kommt dieses Jahr leider nicht zurück. Ja, und das war es auch mit den Shows während der Christmas Season. Tatsächlich hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet an Shows. Wie gesagt, Let's Sing Christmas, ja, ganz nett. Die Parade ist natürlich cool und auch das Disney Dreams, aber irgendwie hätte ich mir noch eine Show gewünscht, irgendwie an der Castle Stage oder so. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen gedulden. Natürlich wird es auch neue Snacks und Merchandise geben, was ich euch jetzt hier auch einblende. Aber da habe ich jetzt bisher noch nichts Spannendes, Weltbewegendes gesehen. Aber es gab jetzt auch noch nicht so viele Neuigkeiten zur Christmas Season wie jetzt zur Halloween Season. Aber da kommt bestimmt auch noch mehr. Ja, und da wird es natürlich auch wieder eine Neujahrsparty geben, wo ich dieses Jahr auch nicht da bin, denn wir verbringen Silvester in der Schweiz, in den Bergen, zusammen mit Prina und ihrem Freund und meinem Freund. Das wird bestimmt ganz, ganz toll im Schnee. Ich hoffe, da liegt dann Schnee. Man weiß ja nicht mehr mit der globalen Erwärmung hier. Aber ja, zurück zur Neujahrsparty. Die findet ab 8:30 Uhr, also ab 20:30 Uhr bis 2 Uhr nachts statt. Natürlich wird es wieder um 0 Uhr ein tolles Feuerwerk geben und auch eine exklusive Show und auch wahrscheinlich eine exklusive Neujahrsparade. Ja, wie gesagt, ich war einmal bisher an Silvester im Park, damals mit meinem Freund. Es ist sehr voll, es ist sehr teuer in den Restaurants. Die Neujahrsparade ist wirklich cool, die gefällt mir. Habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch mal anschauen, wie es die vor ein paar Jahren aussah. Ja, das Feuerwerk ist natürlich super imposant. Das ist das zweite, also es gibt zwei Feuerwerke im Jahr, die so imposant sind und auch Höhenfeuerwerk haben, weil Illuminations und so ist ja kein Höhenfeuerwerk. Und ja, einmal in Silvester darf ein Höhenfeuerwerk stattfinden und am Bastille Day, was am 14. Juli ist, am Nationalfeiertag. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht geirrt. Das wäre peinlich. Ja, das sind die zwei Tage, wo es richtig krasses Feuerwerk gibt. Und man muss ja sagen, dass dieses Jahr beim Bastille Day Drohnen eingesetzt wurden für das Feuerwerk, was so unglaublich krass aussah. Das könnt ihr auch mal bei YouTube googeln, also in YouTube eingeben, Bastille Day 2022, Disneyland Paris. Also das sah einsame Spitze aus, diese Show. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder was mit den Drohnen an Silvester machen. Das ist meine Theorie, weil wenn sie es jetzt schon am Bastille Day eingesetzt haben. Ja, glaube ich auch, dass die was an Silvester damit machen werden. Vielleicht seid ihr da, ihr könnt das vielleicht live sehen. Bei mir ist Silvester halt leider nicht drin, denn Silvester muss ich oder möchte ich auch mit meinem Freund verbringen. Und ich würd natürlich gern so ein Feuerwerk halt auch mal sehen oder zur Neujahrsparty gehen, um euch nur mal festzuhalten, aber das kann ich mit meinem Freund leider nicht vereinbaren. Er ist schon sehr tolerant, was meine Trips und sowas angeht. Aber ja, Silvester ist aber auch nicht sowas, was uns wirklich sehr wichtig ist. Es ist für uns ein ganz normaler Tag im Jahr. Wir zelebrieren das nicht irgendwie mit Partyfeiern oder so. Wir bringen euch immer einen netten Abend zusammen und dann stoßen wir halt um 0 Uhr an und dann ist für uns Neujahr. Ne? Also das ist für uns so Silvester. Ja, dieses Jahr aber zusammen mit Freunden und das wird bestimmt auch sehr schön. Ja. Und das waren die Neuigkeiten zur Halloween- und Christmas Season. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare auf, was ihr euch am meisten freut oder ob ihr da seid zu einer der beiden Seasons. Wie gesagt, ich bin zur Halloween Season bin ich auf jeden Fall am 15. 16. Oktober da im Park und zur Christmas Season auf jeden Fall erstmal am 12. 13. November. Wann noch? Steht noch nicht ganz fest, wann, ob nochmal im November oder im Dezember. Aber da halte ich euch auf Instagram auf dem Laufenden. Also folgt mir auch gerne auf Instagram. Und ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder dieses Wochenende im Disneyland Paris. Ciao!